Und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich einen leckeren Burger und zwar wird er vegan sein. Wir machen heute das Patty zusammen und das ist super einfach gemacht. Ihr braucht auch keine Küchenmaschine oder sonstiges dazu. Es wird richtig viel Protein drin haben mit ganz speziellen Zutaten. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Letzte Woche habe ich euch ja den Beyond Burger vorgestellt, also ein Patty, das praktisch ein Fleischersatz ist aus Erbsenprotein, was wirklich fix und fertig zu kaufen ist im Tiefkühler. Ihr könnt es ganz normal anbraten, wie Fleisch, wie halt ein Hackfleisch-Patty und dann in euren Burger verarbeiten. Wer das noch nicht gesehen hat, da könnt ihr mal das letzte Video anschauen, da habe ich alles dazu erklärt. Und jetzt habe ich mir überlegt, mache ich natürlich meinen eigenen Burger. Wie könnt ihr also auch einen Burger gestalten, der trotzdem lecker schmeckt, aber nicht aus dem Labor kommt, sondern mit ganz natürlichen Zutaten und trotzdem richtig, richtig lecker ist. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das will ich euch jetzt zeigen. Für euren veganen Patty, der richtig viel Protein enthält und auch noch richtig gesund ist mit super vielen Ballaststoffen, braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar habe ich hier eine Dose Kidneybohnen, also die roten Bohnen. Die habe ich jetzt bereits hier gut abgespült und abgetropft. Das gleiche habe ich mit einer Dose Kichererbsen gemacht. Dann braucht ihr noch ein bisschen Senf. Wer das nicht gerne hat, kann es natürlich auch weglassen. Da habe ich jetzt hier so ungefähr einen kleinen Löffel bis zwei kleine Löffel. Dann braucht ihr Knoblauchzehen, da könnt ihr natürlich auch selber entscheiden, möchtet ihr Knoblauch drin haben oder nicht. Eine Alternative wäre zum Beispiel auch noch Knoblauchpulver. Dann gebe ich noch zwei Schalotten hinzu, ich habe nämlich gerne Zwiebelgeschmack und wer das nicht so gerne hat, kann das natürlich wiederum auch weglassen oder auch in Pulverform zugeben oder einfach weniger davon hinzufügen. Dann gebe ich noch eine Karotte hinzu. Dann brauchen wir noch etwas Haferflocken, hier nehme ich dann die feinen Haferflocken. Und für die Bindung noch ein bisschen Mehl. Ich habe jetzt hier Dinkel-Vollkornmehl. Da könnt ihr natürlich auch gerne anderes Mehl verwenden. Und was wir natürlich auch noch brauchen, sind natürlich Gewürze. Da habe ich jetzt hier ganz viele verschiedene, natürlich Salz und Pfeffer. Koriander habe ich. Was habe ich noch? Petersilie, getrocknete, genau. Ich hatte nämlich gerade keine frische da, aber mit frischer wäre das natürlich auch super. Und dann habe ich hier noch geräucherte Paprika. Ich denke, das wird auch super gut passen. Das ist nämlich ein sehr, sehr leckeres Gewürz. Habe ich erst vor kurzem ausprobiert. Ja, das war's. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Und als erstes werde ich jetzt hier erstmal meine Zwiebeln klein schneiden. Und da ist es wirklich am besten, wenn ihr die so fein wie möglich würfeln könnt. Und jetzt kommen meine Knoblauchzehen hinzu. Da gibt es einen Trick. Ihr müsst übrigens die Schale da eben nicht wegmachen. Ihr könnt sie direkt so durchquetschen. Wenn ihr aber eine zweite Knoblauchzehe nehmt, dann müsst ihr das natürlich erstmal rausnehmen, die Reste, und könnt dann die zweite reinquetschen. Jetzt reibe ich die Karotte noch rein. Dann kommen die Kidneybohnen und die Kichererbsen hinzu. Und jetzt wird das Ganze richtig fest zerstampft, und zwar mit Hilfe des Kartoffelstampfers. Das geht am einfachsten und es ist überhaupt kein Problem, wenn am Schluss noch grobe Stücke übrig bleiben. Das soll eigentlich so sein, damit man noch ein bisschen Biss hat und das Ganze eine Textur hat. So, ich musste jetzt den Kartoffelstampfer wechseln, denn der alte ist zu schwach. Der ist besser und wie gesagt, diese Einheit gibt nochmal extra Muskeln und danach essen wir ja schließlich dann das Protein, also passt es sehr perfekt. Jetzt kommen die restlichen Zutaten hinzu, und zwar ein bisschen von den Haferflocken, dann von dem Mehl zur Bindung, dann der Senf. Jetzt wird das Ganze ordentlich gewürzt. Dann müsst ihr das Ganze natürlich noch abschmecken, denn ein guter Koch lässt ja bekanntlich nichts aus seiner Küche, ohne es probiert zu haben. Noch ein bisschen Salz, glaube ich. Und ihr würzt einfach so oft nach oder so lange nach, bis es euch einfach schmeckt. So, jetzt habe ich gerade noch meine Hände gewaschen. Jetzt werde ich das Ganze noch mal ein bisschen mit den Händen zerdrücken. Das geht übrigens auch total gut. Und dann werden unsere Patties geformt. Und als Tipp für die Größe für euer Patty, nehmt ihr am besten euer Burger Bun. Und dann könnt ihr ja schauen, wie groß das Ganze ungefähr werden soll.
Aus dem Rezept habe ich jetzt 6 Burger Buns rausbekommen für meine Größe von den Burgern. Da gibt es ja auch unterschiedliche, mal größere, mal kleinere, so ungefähr. Und da ich nicht alles auf einmal essen möchte, werde ich mir jetzt einen Teil davon einfrieren. Und dafür nehme ich jetzt hier einfach meinen Gefrierbeutel und lege das Ganze einfach so schön rein. Verschließt es gut und dann kommt es ab in den Tiefkühler. So, meine Patties sind jetzt fertig gebacken. Ich habe sie jetzt einfach in ein bisschen Rapsöl gebacken, denn Rapsöl eignet sich perfekt, da es einen hohen Rauchpunkt hat. Und einfach von beiden Seiten so ungefähr 4 Minuten bei mittlerer Hitze. Und dann mache ich das immer noch so, dass ich die Buns auch noch in die Pfanne lege, damit sie auch noch schön toasten, ein bisschen braun werden und natürlich auch warm werden. Ja, und jetzt kann ich natürlich meinen Burger zusammenstellen. Jeder natürlich so, wie er es gerne hat. Und ja, ich benutze wieder als Aufstrich, nämlich immer Hummus. Hier habe ich jetzt die pikante Variante und das ist eine super Alternative zu zum Beispiel Mayonnaise, Ketchup und so weiter, das super gesund ist und auch nochmal Protein enthält. Dann gebe ich noch ein bisschen Avocado, Tomaten und Salat hinzu und so ist mein Burger dann schon fertig. Und so ist mein Burger jetzt fertig. Ich finde, er sieht sensationell aus, richtig lecker. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich belegen, wie ihr das Ganze gerne habt. Es gibt auch Vollkorn-Buns mittlerweile schon zu kaufen oder ihr könnt ein ganz normales Vollkornbrötchen benutzen. Wie ihr das gerne habt, könnt ihr alles Mögliche ausprobieren. So finde ich, es sieht einfach genial aus und es schmeckt auch genial. Essen wir mal. Richtig schön lecker, richtig schön würzig. Und richtig gesund, wenn man das auch noch weiß, schmeckt es umso besser, würde ich sagen, oder? Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Die ganzen Mengenangaben findet ihr wie immer auf meinem Blog fraujannik.com. Schaut dort gerne vorbei. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar, ob ihr das ausprobiert habt. Oder schickt mir am besten Fotos über Instagram unter dem Hashtag fraujannik. Dann kann ich das nämlich sehen und ich freue mich jedes Mal riesig, riesig über euer Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich habe jetzt hier was zu tun. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.